Hallo, liebe Monagoristen. Hallo. Schönen guten Tag. Linus ist mal wieder zu Gast, unser Nachhaltigkeitsexperte. Heute geht es um meinen Woody. Ne? Mein Woody heißt Mein Woody heißen Sie. Wer sind die und was machen die? Ich habe euch schon mal so den Topf dazu gebracht. Ja, genau. Mein Woody machen Pflanzensets. Also Sets. Baum, ja, Sets. Baumsamen verkaufen die. Aber auch Kräuter, Gemüse. Genau. Genau. Und da kann man dann seine eigene Pflanze pflanzen. Dahinter steckt Ozan Durukan aus Coburg, ja. Der ist der Geschäftsführer und Inhaber, sein Bruder und noch ein Designer, die ja. das eigentlich in ihrer Freizeit machen. Das ist für die eine Herzensaufgabe. Ja. Okay, gibt es da so eine Story hinter? Ja, natürlich. Mein Woody will eigentlich ein neues Bewusstsein schaffen oder das Bewusstsein schärfen, dass der Mensch eben von der Natur in einem Ökosystem lebt, von der Natur in gewisser Weise auch abhängig ist und dass die Rohstoffe, die die Natur den Menschen gibt, eben nicht immer verfügbar sind, ja, dass man auch die nicht rücksichtslos abbauen kann und auch keine Anspruchshaltung haben kann, dass jetzt dass es immer Bananen gibt, dass es immer Erdbeeren gibt und so weiter. Und dieses Bewusstsein lernt man halt mit der Aufzucht auch von der eigenen Pflanze, gerade von dem Baum, der, wenn man, der seine eigenen Regeln, seine eigenen Abläufe hat des Wachsens und seine eigenen Bedürfnisse. Und wenn man die erfüllt und den pflegt, dann kommt man auch vielleicht in den Genuss seiner Blütezeit, seines Wachstums und vielleicht dann auch der Erntezeit. Richtig. Ja. Du erntest nur, was du säst. Genau. Ja. Jetzt hast du extra gewünscht, dass wir mal einen kleinen Probetopf dabei haben, weil du daran so ein bisschen die Umweltnachhaltigkeit erklären kannst, ne? Ja, genau. Weil das Saatgut, das ist unbehandelt, das ist auch ohne Gentechnik, das ist erstmal ganz wichtig. Die Gartenkräuter und auch die Gemüsepflanzen, Samen und die Kräutersamen sind auch bio. Nach der europäischen EG-Verordnung. Das Schöne ist, das Produkt an sich ist auch komplett kompostierbar. Man hat hier einen Zuckerrohrdeckel, ja, aus Zuckerrohr, der Kokosfasertopf, der sich selbst kompostiert, wenn man dann den Baum umpflanzt sozusagen. Die Banderole ist aus Recyclingmaterial. Es ist, glaube ich, biologischer Dünger dabei. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, ja. Okay. Dieser Kompostiertopf, der kommt momentan ja noch aus? Aus Asien. Genau, aber die forschen ja gerade dran. Genau, das ist, finde ich, auch sehr schön. Das ist das Einzige, dass man halt diese Kokosfasern importieren muss und da halt lange Transportwege hat. Und die forschen gerade nach einem anderen kompostierbaren Topf aus anderen Materialien, die umweltfreundlich sind und die man auch in Deutschland herstellen kann. Sehr gut. Jetzt macht mein Woody noch was Spezielles für die Menschen. Ja, mein Woody ist bei betterplace.org. Das ist ein Spendennetzwerk und unterstützt auch mit dem Verkauf seiner Produkte. Ich glaube, drei Projekte. Asienkinder in Not zum Beispiel. Da geht es um Waisenkinder. Und Plan Verde e.V. zum Beispiel, ein Verein, der sich für die Aufforstung von Waldbeständen einsetzt. Ja, sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank, Linus. Sehr gern. Ja, das war's zum Thema Nachhaltigkeit bei mein Woody. Und wir sagen einfach mal bis bald. Tschüss. Tschüss.